Das Hoch Ulla hat Europa weiter fest im Griff. Es bringt Sahara-Hitze mit Temperaturen weit über 30 Grad. Wohl dem, der wie hier am Trevi-Brunnen in Rom Abkühlung findet. Die Reaktionen auf die hohen Temperaturen sind unterschiedlich. Ich werde mich in meinem Büro einschließen, nachdem ich mich vom Brunnen entfernt habe. Es ist ein besonderer Tag, sehr heiß. An Orten mit vielen Menschen wie hier ist es überwältigend. Das kann auch gefährlich sein, manch einer bekommt einen Hitzschlag oder wird ohnmächtig. Auch in Ungarn sind Brunnen an diesem Tag beliebt wie selten. In Budapest soll es in dieser Woche bis zu 35 Grad warm werden. Ich liebe die Hitze. Mit dem leckeren Eis lässt es sich gut aushalten. Mein Arbeitsplatz hat keine Klimaanlage, nur einen kleinen Ventilator. Deshalb sitze ich hier draußen, drinnen sind es 40 Grad. Für weite Teile Frankreichs gilt seit Montag wegen der Hitze die zweithöchste Warnstufe. Es könnten die gesamte Woche Temperaturen von bis zu 40 Grad erreicht werden. In Paris wurden klimatisierte Erfrischungsräume eingerichtet und Wasserflaschen verteilt. In Prag lässt die Stadtverwaltung aus Tanks Wasser versprühen. Ein Angebot, das gerne angenommen wird. Doch auch der Tierwelt macht die Hitze zu schaffen. Im Wiener Zoo erhalten die Orang-Utans verschiedene Möglichkeiten zur Abkühlung. Sie sind, wie alle Menschenaffen, eigentlich wasserscheu.